Noch Warum nicht eine so viel Höhle. reden? Ne? Geile Höhle. Noch eine Hole. Hole? Höhle. Wir spielen hier nicht Fang Hole. Du bist. Ja, du bist. Wo bist du? Ich fange dich. Schnauze. Du magst keine kleinen Kinder. Immer diese Kinderfeindlichkeiten. Egal. Du bist auch kinderfeindlich. Johannes ist Terrorist. Ja. Ich doch nicht. Johannes ist Terrorist, der muss kinderfeindlich sein. Laberst du? Er ist grundsätzlich gegen das Leben. Ich wusste es. Es hat man schon immer so gerochen in der Luft. Ja. Immer das Schwarzpulver. Das Schwarzpulver hat man immer gerochen, weißt du? Ja. Wahrscheinlich zischt er auch, bevor er explodiert. Genau, er ist ein Creeper. Ey, wie kann man eigentlich so ein Creeper-Face hier kriegen? Da musst du dir einen Creeper-Kopf draufsetzen. Ja, aber wie kriegt man den Creeper-Kopf? Creeper-Kopf. Keine Ahnung. Creeper, ja, es gibt Creeper-Köpfe. Es gibt Creeper-Köpfe. Die droppen doch zufällig, oder nicht? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kann sein, ja. Alter, ich brauche irgendwie ein Schaf. I don't know. Ich hoffe, in der Wüste gibt es Schafe. Also ich hatte zwei. Ist es gerade Tag oder Nacht? Tag noch. Tag. Okay. Also noch, ja. Dann werde ich jetzt mal schnell noch einen Fisch angeln. In your face. Alter, was stellst du dich die ganze Zeit meine Fresse rein? Will ich erschrecken, weißt du? Das ist jetzt auch keine... Der soll mich mal in Ruhe bauen lassen. So viel Eisen. Sexuelle Vorliebe. Da gehe ich gleich zurück. Fledermaus! Creeper! Um. Nein, ja. Glücklicherweise nicht. Aber da möchte ich gleich runter. Telsek was blew up by Creeper. Machen jetzt wirklich, ey. Da machen jetzt wirklich jedes Mal Schaden im Wasser. Eben hätte mich einer auch fast wieder gewonnen. Ich habe das Gefühl, hinter mir steht gleich ein Monster. Oh, ich bin im Wald, im Dschungel. Ja, noch, nein, ah, scheiße, doch keinen Fisch bekommen. Fisch, ich brauch Sand. Alter, ich krieg hier für die Paran... Fick dich! Schon. Nicht in die Luft gehen, oh, nicht in die Luft Mann, gehen! Alter. Nein! Such dir einen Creeper. Wow, da hab ich mich erschrocken. Alter! Jetzt geht's bei dem hier los. Meinte eben zu uns. Piss dich! Ja, aber ich wurde keiner getroffen, du Noob. Hey, ist meine Verbindung eigentlich noch gut? Schon mal gestorben. Ich bin genauso wie ich. Halt's Maul. Fresse jetzt, Ausländer. Oh, ich hab eine Schlucht gefunden. Wartet, ich bin mal ganz kurz AFK, bin gleich sofort wieder da. Carlo frisst Kuchen. Carlo? Kein Mampf, Kuchen, Mampf, für Mampf. Mal diese Fettsäcke. Ehrlich, ne? Sergen, das war an dich gerichtet, nimm ab. Halt's Maul! Das ist schlimm, Alter, wie fett ich geworden bin. 30.000 Kilo. Naja, fast. Unterschätzt. Ja. Untertrieben. Jetzt weiß ich auch, was uns fehlt. Wir brauchen einen Ofen. Haben wir einen Ofen, Hannes? Nee, wa? Doch. Ja, ah ja, stimmt, zu Hause. So, wieder da, ihr Mongos. Was geht bei euch so? Ja, ich hab ein Bett gebaut. Wir haben jetzt erstmal die ganze Zeit über dich gelästert. Ah ja. Wir haben nur gesagt, Carlos Kuchen essen. Und dann Fettsack gesagt. Nee, das war an mich gerichtet. Alter! Ey, das mit Fettsack war an mich gerichtet. Ich weiß. Mongos, ey. Trotzdem. Ausleuchten! Ah, dann kannst du einen Baum reinpflanzen. Ja. Yay. Hat jemand Lehm von euch? Was? Nö. Lehm. Nö. Ich hab kein Lehm. Ja, dass du kein Lehm hast, wissen wir. Was? Ich hab aber gefragt, ob du Lehm hast, ne? Ja, ich hab auch gesagt, oh, meine... ich hab kein Lehm. Ja, immer kein diese Lehm, Leute ohne Lehm.
Boah, immer diese Mongos, die Alter, könnt ihr auch mal irgendwas Vernünftiges sagen? Ganz ehrlich, da sagt man lieber das ganze Let's Plays. Wow, ich dachte, das wäre jetzt ein das ganze Let's Plays, wow, ich dachte. Das ist natürlich das viel Vernünftigeres. Ganz ehrlich. Euch zuzuhören. Ja, aber Leute, ganz ehrlich. Baum. Halt's Maul. Alter, du bist so ein. Boah, geil. Verpiss dich, Fledermaus. Baum. Drecksvieh. Warte. Oh mein Gott, ey. Konstruktive Kritik. Ist erwünscht. Wie ich drauf abgekackt bin. Unglaublich. Ich sagte unglaublich. Boah. Krass. Das erste schlaue Wort aus deinem Mund. Na, geil. Das Schlimme ist, das stimmt auch noch. Tja, wenn ihr jetzt denkt, das ist ein Witz, nein, ist es nicht. Der Witz ist es ja gerade, dass es kein Witz ist. Ja. Dass es nicht wirklich witzig macht. Ja. Alter. Sag, du musst mal deine kranke Lache rauspacken. Nein. Nein. Oh, doch. Audin. Audin. Oh, soll ich nach Hause? Baum. Affe. Ist gerade Tag? Nee. Baum, Apfel, ist gerade Tag. Okay. Ja oder nein? Nee, keine Ahnung, ja, fast ist Tag. Kein Plan. Ja, da ist auch Tag dabei, also ist es doch Tag dann, ne? Na, fast. Ja, ist Nacht. Danke. Ja, wenn ich so rausgucke, ist wirklich Nacht. Obwohl, das will ich, die Ecken will ich behalten. Aber es ist halt erst 2 Uhr morgens, ne? Schön ausleuchten. Ey, wozu brauchst du eigentlich dieses ganze Glas? Gib mir das mal. Puh, shit. Keine Ahnung, ist noch nicht fertig. Fertig. Die sind nicht fertig. Oh Mann. Was gerade? Auf meinen Akzent zu beleidigen. Okay, ich glaube, ich bleib doch in meiner. Also statt dass du ihn beleidigst du seinen Akzent hammerhart. Ja, so sieht's aus, ja. Voll schlimm. Wir beleidigen uns hier nur höchstens untereinander, also ich bitte euch. Ehrlich, das geht zu weit, seinen Akzent zu beleidigen, das ist hart. Ja, es ist wirklich so hart, ey. Das du hast so hart, der salzige Spucknapp bei SpongeBob. Ey, mag mir jemand was zu essen schenken? Nein. Nein. Doch, komm her. Wenn du Diamanten hergibst. Kriegt ihr nicht. Hallo. Ja, da hättest du was zu essen. Überleg. Wo bist du? Hinter dir. Oh. Dankeschön. Krieg meinen Diamanten ab. Ups, mein Inventar ist voll. Ich brauch Eisen, ey. Ich brauch unbedingt das, Eisen. Ja, dann geh doch in irgendeine Hohle. Ja, ich baue mir grad ich baue mir grad mit einer Mine, deswegen. Schick mir was. Ja, geh in die Hohle und hol dir was. Hüll dir was, wenn schon. Hüll dir was. Ja, Baum. Alter! Mobb nicht die ganze Zeit Bäume. Wir ja, können gut. Auch nichts dafür, dass sie die ganze Zeit steif sind. Ja, die Bäume können nichts dafür, dass sie die ganze Zeit machen. Und jetzt habe ich wieder kein Wort verstanden. Ich schlaf. Los, schlafen. Ich habe kein Bett. Nein, Alter, ich habe auch kein Bett. Ich bin in einer Höhle. Alter, damit habe ich jetzt meinen Spawn gesetzt. Was war das denn, Alter? Schon wieder ein Loch. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Nein. Dann haben wir gleich auf jeden Fall erstmal genug Kohle mit 2 Stacks. Ich hab schon 2 Stacks so ziemlich. Voll geil. Weil ich hier immer Kohle finde in meinem Berg, weil ich buddel in meinen Berg rein und dann finde ich nur noch Kohle. Mein Berg. Das ist voll geil. Geldgeile Sau, Alter, findet er hier nur Kohle. Erzählt mal irgendeinen Schwank aus eurem Leben, Leute. Oh, ja, ich meine, ich geht den Bach runter. Ich bin derzeit sehr stark Alkoholiker. Wir sind Freunde von Carlo, reicht das nicht? Ja, auch wenn ihr das nicht glauben könnt.
Morgen los. Alter! Hannes, halt die Tür auf, ich komme. Tür auf. Mach die Tür zu. Warte, ey, ich komm. Du bist vor der Tür, Steher, Jonas, musst du die Tür zumachen. Alter. Ich komme. Ja, verriegel sie, los. Serg ist tot. Oh Mann. Mega. Genial. Kein Kommentar mehr. Ja. Blöck. Serg, man darf so auch sagen, da noch zu sagen. Ja. Ark. Arc. Wenn man so schlecht ist, Arc. Stirbt, da kann man halt nichts. Na, na. Gefällt mir. Nice. Obwohl, ja, immer diese Leica hier. Alter, ich hasse es, wenn es Nacht ist. Boah, wie tief geht's denn noch? Da unten ist Wasser. Ich weiß nicht. Hey, Leute, Abstimmung. Soll ich da runterspringen ins Wasser oder nicht? Ja, stirb. Ja. Ja, schön. Ja. Fick dich! Ah, ich sterbe! Nein! Also, ich hab kein Todesding ins Krieg. Alles eure Schuld. Ey, Redstone gefunden. Nicht. Alter, ich werd wieder drauf gehen. Hilfe! Also meine Verbindung ist wirklich okay im Moment. Ja. Okay, weil keine irgendwie... Es ist im Moment die schlechteste von allen. Ja, weil irgendwie... leckt das ein bisschen. Das also nicht so richtig, aber so ab und zu mal. Das ist leckt. So eine Verzögerung, ne? Hannes! Ja, ja. Boah! Hey, da meinst du das auch? Wie bist du denn? Kannst voll vergessen. Oh, Junge. Mann. Möchtest du heute auch nochmal spielen oder willst du nur noch sterben? Etwas von beiden, ganz ehrlich. Okay. Ja, weißt du, ich hasse es, wenn ich hab einfach nichts mehr. Die sind alle um mein Haus versammelt, wo meine ganzen Sachen mittlerweile liegen. Einmal alles mit Scharf. Das sind Zombies vor meinem Haus. Hm. Ich hab gleich keine Fackeln mehr. Da ist ein Creeper auf mich zu. Du. Scheiße. Ist ja auch mal eine nette Abwechslung. Nicht immer hier Skelette. Ja. Hallo, Creeper, wir wollen doch nur Aufmerksamkeit und Liebe. Umarm ihn bitte. Hey, hier ist Emerald. Yay, yeah, gib's mir. Nee. Nein! Gib's ihm. Nein! Gib's ihr, wie sie braucht. Verdammt nochmal. Das ist natürlich mies, ich habe nicht genug Holz für eine Werkbank. Eigentlich nochmal für so ein scheiß Verzauberungsteil. Obsidian, Diamanten und ein Buch. Ja, genau. Und für Bücher brauchst du mittlerweile Leder von Kühen. Das weiß ich. Das kann doch nicht sein. Sagen ist wieder da. Yay. Yay. Bist du noch da? Ich komme. Oh, scheiße, ich hab deine. Stirb! Sterbige! Stirb! Sterbige! Autsch! Auf welcher Höhe? Stirb! 11. Wir könnten Diamanten. Stirb! Sein. Auf die Blöcke zu klauen! Oh, oh Junge! Alter, ich bin sogar in der Höhle und sterbe nicht! Ja! Ach, Sergen, ja, so hattest du nicht eine Rüstung? Was? Hattest du nicht eine Rüstung? Doch, warum? Du stellst trotzdem. Warte. Was wollt ihr alle? Dein Geld. Deine Diamanten. Oh, deine. Wer redet von euch, Alter? Du hast uns ja gefragt. Du redest. Verbrennt doch alle Male. Oh Gott, Serg ist irgendwie ein bisschen. Nicht hier! Ich meinte die Zombies. Warum vergast du die nicht einfach? Weil ich keinen Gast. Ey, wie geil, er musste erstmal so mitten im Satz so stocken. So, soll ich das jetzt sagen? Ja, genau. Ich musste wirklich schon überlegen, dann zu spät. Komm her, Spider, lol. Immer die Leute, die in die Geschichte nicht aufgepasst haben. Ich hab wirklich nicht aufgepasst. Hannes, du hast meine Lederbeinschienen, glaube ich, mit eingepackt. Aber keine ganz Ahnung, ehrlich, wir hatten schon die Geschichte aufgepasst. Ja, ich.
Wow, du warst der Geschichte Einzige, glaube ich. Das ist eines der geilsten Fächer überhaupt. Na gut, sagen wir so, du warst einer der Einzigen. Ja. Wenn es spannend war, habe ich aufgepasst, aber wenn es spannend war, einmal im Jahr. Ja, keine Ahnung. Und das für 5 Minuten oder so. Oh nein, ich höre jemanden. Oh nein, oh nein. Ach, das bin ich selber. Das hast meine Fackeln? Deine Fackeln? Ja. Ich hatte auch so 10 Stück. Fackeln, nein, das war der Creeper! Ich hatte ein paar mehr. Ja, irgendwie so. Oh, irgendwie sowas. Genau, ich hab auch so. Ich hab meine Weichen nicht mehr. Nein! Deine. Was? Ah, ah, ich weiß, dass du nicht mehr. Ja, ich gar nicht. Warum hast du am wegen Stern stehen, verdammte Scheiße? Also, ich hab keine aufgehoben. Da ist noch mein Eisenschwert. Der PvP war an, ne? Da liegen noch ein paar Sachen, obwohl koppelt nicht mit. Meins. Ich muss jetzt Carlo jagen gehen. Ja, ich hatte noch irgendwo ein Schwert. Aber, naja. Was musst du? Ein Steinschwert. Ey, Sinan, was muss? Dich jagen gehen. Warum? Weil du noch nicht gestorben bist. Das ist ein Creeper. Weil ich als einziger noch nicht einmal gestorben bin, oh Mann. Wahrscheinlich hat. Scheiße, verpiss dich! Budelt? Mist. Ich leb noch. Du bist ja einfach nur in deiner Scheißhöhle da die ganze Zeit. In deiner Scheißbude. Ey, meine Bude ist geil, ja. Ja, voll scheiße. Wen hat er jetzt gemeint? Ich. Ja, jo, ey, meine Bude ist voll geil, damit meine ich Johannes. wie war der Gang runter nochmal? Wie der Gang runter? Keine Ahnung, hier ist so ein dämlicher Gang runter. Das ist meiner. Ich muss kurz eine Aufnahmepause machen, um zu gucken, ob der überhaupt aufnimmt, weil der ist noch in einem Ordner, den ich gar nicht erstellt habe. Geile gesagt, habe. Wie ich gesagt habe, sagte er das gerade. Ja, bis gleich. Jo, bis gleich. Bis gleich, ciao. Bis gleich. Wieder da! Oh. Ja, hi Leute. Also, du wolltest meine Koordinaten, Sinan? Ja. Also, meine Koordinaten sind. X400. Hallo? Ja. Junge, ich will die Koordinaten geben. Warte, schreib dir einfach mal in den Chat, okay? So. Sag mir einfach dein Set. Z ist 290. Okay, dann ist das ein Steindschungel, der da ist. Ich, ja. Kannst auch mal vorbeikommen, wenn du Bock hast. Ja. Aber, mich nicht töten oder so. Ach, Quatsch. Was meinst du, warum der vorbeikommt? Ich werde dich abschießen wie ein Vogel. Ja, also. So. Ich hab genug Nahrung. Und jetzt heißt es nie wieder so, Leute, wir sind wieder zurück. Hm? Wie üblich. Oh ja, guck. Ey Leute, ich fange jetzt an, eine Monsterfalle zu bauen, okay? Viel Spaß. Wie? Ja. Wir sind wieder zurück. Nee, jetzt heißt es wieder, wir sind wieder zurück. Hä? So wie üblich, wenn es weitergeht. Es geht doch schon längst weiter. Achso, ich glaube, ich weiß, was Sarah gemeint, weil die Zuschauer merken gar nicht, dass das jetzt irgendwie eine Pause war. Ja. Ich hab da wieder darum geschrien. Echt? Oh, du bist so ein Mongo. Warte, wie ging das? Daran jetzt? Merkt man es ja eigentlich schon längst taub von der Musik. Ganz ehrlich, Carlo, der Weg ist so lang. Was ist los? Der Weg ist mir zu lang. Mach schon mal später. Was hast du gesagt? Was? Ich hab gar nichts gesagt. Warte mal ganz kurz. Baum. Boah. Ja. Ey, das ist jetzt mein Mainstream-Spruch. Ab sofort ist das Wort Baum auf Vector Games verboten. Baum. Müssen das jetzt immer einen Piepton über. Oh mein Gott. Damit jeder denkt, das ist eine Beleidigung. Ist. Ja, aber Johannes letztes Wort eben in der Aufnahme. Ja, das kann man aber leicht rausschneiden, aber nicht dein scheiß Baum. Ja, Johannes letztes Wort drin. Wird niemand wissen, was das war. Weil er schon tot ist. Nö, ich lebe noch. Das Wort kann sterben. Es war Neger, nur anders ausgesprochen. Ja, das was? Hä? Was? Wie was? Hier geht's hoch. Ist, glaube ich, nicht bewusst, was du gerade gesagt hast. Dir unterlassen. Natürlich weiß ich, was ich gesagt habe. Johannes letztes Wort war Neger, nur anders ausgesprochen. Ach, nur Regen. Anders ausgedrückt. Ach, der meint Regen.
Bayer Beckers dürfen wir immer Neger sagen, aber nicht das andere Wort. Ja, das stimmt aber auch. Neger ist ja nicht legal, also keine Beleidigung. Hey, das Wort Neger kommt vom lateinischen Wort Negro, was schwarz einfach bedeutet. Also Negro ist das lateinische Wort für schwarz und deswegen ist Neger keine Beleidigung. Aber boah, andere... Geschichte, bla bla bla. Ist doch interessant, sowas zu wissen, oder? Das kommt ja aus dem Lateinischen. Jetzt haben wir für dieses Let's Play haben wir das Thema Geschichte beendet. Ja! Alter, Geschichte ist einfach viel zu geil für euch. Kommt auf die Geschichte an. Du führst immer den Hund zur Geschichte aus. Wenn es immer die Geschichte, wenn es mal so die Geschichte des Baumes wäre, wäre es voll nice. Oh mein Gott. Oh ja, komm Hitler. Schnell, Hitler. Was ist das der Fantasie? Ich wusste es, dass du schwul bist. Alter. Wir sagten, dass ich den Herrn meine. Oh Gott. Du bist Alter, aufgeflogen. Hör auf. Hitler lebt. Hitler lebt. In Dominiks Zimmer. Genau, im Schrank. Komm Hitler, brauchst dich nicht mehr verstecken. Kannst ruhig. Ja, leckerli, leckerli. Oh Gott. Wirfst du so Erdnüsse immer in den Schrank? Aber die Essens- kannst ja deinen Hund irgendwann mal Hitler nennen. Hitler, sitz! Oh mein Gott. Oh, ihr seid so behindert. So wie du. Ja, aber ich stehe wenigstens dazu, ganz ehrlich. Wir sagen, dass wir nicht dazu stehen. Genau. Keine Ahnung, macht so einen Eindruck. Ihr seid alle behindert. Boah, wirklich. Oh, oh. Johannes, ey, du bist wie der Satz kommt. Boah, wirklich. Yay, yeah, ich hab Eisen. Auf jeden Fall ist Johannes der Mongo des Kanals. Ja. Du bist der einzige Mongo, Alter. Ey, kein Du bist der mongoligeste Mongolide. Ey, du bist ein kasachischer Mongole, ja? Du bist ein Mongo-Mongo. Du bist ein kasachischer Mongole, ja? Du das bist die Mango des Mongos. Du bist die Mango der Mongos. Verdammte Scheiße, wie geht's hier raus? Ich ja, Mango ist ein Ausgang. Ja, super, und wo ist der? Nicht da. Oh. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Okay. Oh, ja, das sieht schon mal recht schnuckelig aus. Das hab ich kaputt gemacht. So. So ein Idiot. Das immer diese Typen, die Justin Bieber hören. Ehrlich? Ja, ne? Genau, Johannes. Erstmal schämt. Ja, ja, Dominik. Johannes, du bist so schlimm, mach. Jetzt nicht von dir ablenken. Johannes enttäuscht uns immer so, ist so schlimm. Ich hab den Ausgang gefunden. Nicht. Ganz ehrlich, was war's denn? Hm? Was war's denn? Aus der Höhle. Also. Wisst ihr, was mal eine abwechslungsreiche Alternative ist? Dreck mit einer Spitzhacke abzubauen. Boah. Bist du intelligent, Alter? Klug. Oh, Junge. Klugscheiße. Was denn? Der Ausdruck kommt von Sinan. Intelliklug. Und jetzt auf andere hier schieben, wa? Ey, komm, das kommt von dem. Verdammte Scheiße, ich find nicht mehr zurück. Doch, ich werde die Nacht sterben. Nein! Scheiße sagt man nicht. Ist mir doch scheißegal. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ganz ehrlich. Das ist ehrlich. Keine Werbung, weil wir den Namen nicht erwähnt haben. So. Punkt. Und? Wessen Namen? Keinen. Labert ihr jetzt? Johannes, du kriegst irgendwie gar nichts mit. Halt wirklich. Labert ihr? Nix. Ach, schon in Ordnung, es wird dunkel, toll. Und ich bin ernst draußen. Ja. Shit, ich glaube, ich gehe in meine Höhle wieder. Ich habe ja nicht mal Fackeln und hier steht kein Baum. Na gut, eigentlich schon. Baum. Der Baum, der nein, du hast Baum gesagt, oh Mann. Oh. Du siehst ja den ganzen Bäume vor dem Wald nicht. Da wiegen das. Jetzt mach die 5-Streich-Werbung da. Wald vor lauter Bäumen ist das, glaube ich. So sieht's aus. Ich sehe den Baum vor lauter Wäldern nicht. Nee, du siehst den Wald vor lauter Wäldern. Du bist auch so ein scheiß Waldmeister, ja. Ihr seid auch ein paar Waldmeister. Ich gerb dich gleich, Waldmeister. Ihr trinkt alle Waldmeister. Du bist ein Waldmeister. Boah, das. Ihr seid doch alle voll die Mongolen. Du kasachischer Mongole. Das Zombie eine Eisenschaufel hat. Ja, die können die droppen. Ja. Hat das die Wahrscheinlichkeit eine geringe, dass die Schaufel so bekommst. Wieder da.
Jetzt habe ich 4 Stacks Kohle. Reicht erstmal. Wo warst du denn überhaupt? In der Höhle. Immer noch. Stimmt. Ach ja. Och, war das witzig. Das war die Wahrheit. Scheiße, kann man auch verbrennen. Oh, was kann man verbrennen? Scheiße. Ja. Das kommt so aus dem Nichts. Ich hab damals mal mit ein paar Freunden Hundekacke auf einer Tischtennisplatte verbrannt. Boah, hat das gestunken. Was denn so erzählt, ey? Was denn? Da war ich noch voll klein. Dominik, normalerweise. Ja, der wäre doch noch voll klein, der war erst 13. Nee, ja, da war ich, keine Ahnung, 7 oder so. Wisst ihr, was ich jetzt für ein kleines Problem hab? Du, dich selbst? Nee, ich weiß nicht mal, wo meine Diamanten sind. Aha. Ich hab sie dir weggeschmeckt. Ich glaub, die habe ich mit Irgendwann schon geklaut, ne? Moment. So. Nochmal fand ich nicht nach. Ich hab sie dir geklaut, ich hab sie gefunden. Hallo, die waren in so einer merkwürdigen Kiste, da dachte ich, ach, mach mal kaputt. Beilung. Das ist nicht meine. Das geht gleich abbauen. Ja, da dachte ich mir auch so, mach mal putt, Junge. Was soll halt das denn wieder heißen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und jetzt ist hier mal Totenstille. Ich geh mal ein paar Brötchen backen. Es hat eine Sekunde niemand gesprochen und du sagst, es ist Totenstille. Willst du mich verarschen? Ey, wartest du, gehst Brötchen backen? Ja, ich back dich gleich. Ja, das ist eigentlich eine Beschreibung für etwas anderes, Brötchen backen. Egal. Interessiert es doch nicht. Ganz ehrlich, für dich ist alles eine Umschreibung für etwas anderes. Für Kacken. Für Kuchen mit Apfelstücken. So sieht's aus. Da ist ein Creeper. Hallo Herr Creeper, wie geht es Ihnen denn heute? Besser als du aussiehst. Besser als du aussiehst. Oh Mann. Scheiße, jetzt hat er meine Höhle hier weggesprungen. Gesprungen? Ja, weggesprungen. Ja. Wie es aussieht, ist in Deutsch auch für den Arsch. Ja, das ist auch abgesprungen. Da oben ist gesprungen. Da war eben eine Fledermaus. Hallo Fledermaus. Ich töte dich. Hallo. Sie kann sprechen, hast du das gemerkt? Ja, ich weiß. Das glaube ich dir nicht. Ey, wo sind meine Brötchen denn? Nicht bei mir. Unglaublich, wie anstrengend sie hätte sein können. Ja, ohne Scheiß. Aber das ist wirklich so anstrengend, das gibt's gar nicht. Ach, Leute sind anders. Fett anders. Anstrengender als beim Scheißen. Du musst Scheißen ist anstrengend. Deine Mutter schwitzt beim Kacken. Frag mal, wer da mal zuschaut. Deine Mutter. Alter. Das war so arm. Aber so hart. Obwohl, das ist ein Insider. Ach, was war das mit Fuß zu kurz, dieser Insider? Das war so ein Insider, ganz ehrlich. Den hab ich jetzt vergessen mittlerweile. Lügen haben kurze Beine? Was der bedeutete. Was? Lügen haben kurze Beine? Ja, nein, haben die nicht. Kurze Beine. Das hat irgendwas mit der Berlin-Reise zu tun. Da erinnere ich mich doch an Hugo Bossbär. Ich erinnere mich an Drücke auf Knöpfe oder wie das war. Ja, das war, obwohl Alter, das ist jetzt Weißt du noch, als dieser Typ uns verarscht hat und in ein Pizzarestaurant gelockt hat? Das war kein Pizzarestaurant, das war ein richtiges Restaurant. Ey, das war so geil. Ahnung, Alter. In so ein teures Restaurant reingegangen sind, dabei wollen. Weißt du, das Geilste war, alle sind Döner essen gegangen und wir setzen ein Restaurant, was 3 Sterne hat oder was weiß ich und essen Pizza. Ja, ich dachte, ich bekomme so leckere gewürzte Teigbällchen, so, ne? Was bekomme ich? Eine Pizza mit Salz drauf. Und da war die so riesig, war. Boah. War abgefuckt. Das war so episch, ey. Alles meine Schuld. Carlos ist schuld, haut ihn! Ja. Ja, genau. Ach, Carlo, soll ich dir mal einen Eimer vorbeibringen? Oh, ja. Es ist gerade Nacht. Ich komm doch nicht. Also, wenn du gleich nochmal vorbeikommst, das wäre so genial. Du es nicht. Ich hab noch kein Eisen gefunden, obwohl ich mich schon in die Erde. Ich bring dir den Eimer, wenn du dir ein Bett baust. Ja, wenn ich könnte. Ich hab keine Wolle. Ich würde ihm den Eimer bringen, wenn er Scheiße frisst.
Okay. Ja. Ich bin jetzt auch dafür. Dass du scheiße bist. Ja. Ich habe gute Nachrichten. Das sind die guten Nachrichten, genau. Nein, ich habe 2 Diamantspitzhacken. Eine ist für mich, dankeschön. Ich würde eine verhandeln. Warte, was gebe ich dir? Diamanten dafür. Warte, ich gebe dir 40 Eisen. Ich gebe dir einen Diamanten dafür. 40 Eisen? Ja. Ein Diamant. Wenn es drauf ankommt. Was? Würdest du noch was drauflegen, zum Beispiel was zu essen? Ja, okay. Eisen, ja, ich hab Eisen gefunden. Einmal her, craften. Ich geb dir 10 Karotten und 40 Eisen. Alles klar, Deal. Kommst du zu mir? Nein. Ich geb dir den ganzen Diamanten für deine Diamantspitzhacke. Nein, da hätte ich... halben Diamanten für deine Diamantspitzhacke. Das ist, den besseren Deal kannst du gar nicht machen. Alter, ich bin gespannt, was ich rauskomme. Warte, ich brauche wieder mal einen Zettel und mal wieder liegt hier keiner. Hier liegen immer Zettel rum, immer. Nimmt man auf, wo sind meine Zettel hin? Oh, auf dem Baum. Ist ja auch auf der Hand schreiben. Nimm ich halt den hier. Oder auf die Stirn. So, Koordinaten aufschreiben. X ist... Ja, ein bisschen problematisch, das dann zu lesen, oder? Das dachte ich auch gerade. Muss einfach vorm Spiegel stehen. Spiegel regelt. X. Was willst du denn? Alter, könnt ihr euch mal ein Bett bauen? Ich hab ein Bett. Ich hab kein Bett. Ich hab kein Bett. Ich sag, ihr sollt euch einen bauen. Ich hab auch kein Bett. Was war's denn aus Eisen? Recht ein. Sergen, ja. Sag mal deine Koordinaten. Was war's denn sonst? Ich dachte aus Wolle. Es geht. Hab ich aus Wolle. Moment, ich muss mich wieder muten. Okay. Niveau sinkt weiter. Wir werden alle sterben, das Niveau sinkt. Mehr oder weniger. Hab kurz Besuch, aha. Schon wieder? Wer könnte das noch sein? Schon wieder. Wer könnte das nur sein? Schon wieder. Ach, schade, echt schade. Ich weiß gerade nicht, wie das Handtuch von Dings heißt. South Park. Ausschließi. Ausschließi? Ja, ich glaube schon. Nein. Oder war das von John Together? Ich bin mir unsicher. Ausschließlich. Ausschließlich. Irgendwas mit T, glaube ich. Weißt du das? Tiny. Da ist nicht mal T drin. Tiny. Achso, ja, genau. Ich glaube, das war's. Tiny ist. Die Koordinaten sind da. Ja, ich weiß. Weißt du, wie das Handtuch von South Park heißt? Tauli. Tauli. Genau. Das war gerade bei dir, ne? Wollt den Joint andrehen. Bei ihm oder bei mir? Bei dir. Bei dir. Bei dir. Achso, ja, war's. Ich wusste es. Hi. Oh Gott. Ich brauch ein zweites Bett. Ist nicht. Es ist Tag, raus. Dominik, ich warte hier. Ja. Damit wollte ich mir eigentlich eine Dings machen. Eisenrüstung. Ist nicht. Ja, jetzt hast du eine Diamantspitzhacke. Noch nicht. Aha. Da ist ein Enderman. Das wirklich schlauer gewesen ist. Da war ein Enderman. Ich hab eine Idee. Der ist da noch immer irgendwo. Ich hör den. Wie wäre es, wenn ich Sergen töte, mir die Diamantspitzhacke nehme und dann abhaue? Dann hast du sogar 2 Diamantspitzhacken unter uns. Nee, ich weiß ja, nicht. Ne? Ich glaube, eine Diamantspitzhacke macht mehr Schaden als ein... Eisenschwert, nee. Doch, ich glaube schon. Ich glaube nicht. Ja, Dominik, kommst du bald? Probier's aus. Ja, ich bin noch unterwegs. Autsch. Aha. Jetzt hör aus. Hör aus. Ja. Hör aus, ihn aufzulachen, okay? Aufzulachen? Ja, weißt du, man muss zu seinen Fehlern stehen. Sonst macht das. Ja, fuck! Mein Fehler. Puh. Ja, dein Fehler war es, nicht meinen Diamanten anzunehmen. Jetzt stirbst du. War hier nicht meine Hütte? Ja, war sie. Was ist das denn für eine hässliche Hütte? Hast du die gebaut? Ja, die wird mal ausgebaut. Die repräsentiert dein Aussehen. Genauso. Alter! Halt. Oh, scheiße. PvP ist jetzt. Ist die ganz aus Erde? Sorry. Nein, ganz aus Cobblestone. Hier, hinter dir. Geschenke, danke. Ja, die könnt ihr mitnehmen. Da tue ich zwischendurch ein paar Sachen rein, die ihr haben könnt. Ich finde da Diamanten drin. Hallo, Dominik. Komm nach hier, ich pack hier meine Sachen rein. Da. Wird ja wieder dunkel. Einmal und 10 Karotten.
Hast du wirklich drin? Jawohl, bitteschön. Hinter dir! Lol. Oh mein Gott. Yay! Wo ist die Diamantspitzhacke? Da boah, das war ja so wieder so klar. Ich hau mal ab, ne? Oh, warte. Boah, Serg sagt gar nichts mehr. Ja, der hat keinen Bock mehr. Ja. Oh, Scheiße. Alter, was soll man dazu sagen, ganz ich ehrlich? Ich muss nicht mehr rein. Oh, warte, ich behalte mal die Diamantspitzhacke und pack all dein Zeug da in die Kiste rein, ja? Boah, ja, Serg ist echt sauer. Ja, meine Augen tränen. Uiuiuiui. Womit konnte man sich eigentlich nochmal Cookies machen? Braucht man Zucker für noch? Ne? Cookies! Weiß ich jetzt, hat keiner gefragt. Serg noch für da? Für Cookies brauchst ja. Du Weizen und Scheiße. Du brauchst Kakaobohnen dafür. Ich hab Kakaobohnen. Ey, du hast, nur ja. Kakaobohnen, du hast sogar beide Diamantspitzhacken bei. Krass. Er hat die beide geklaut, pass auf. Alle Abzieher. Das Pfeil will ich nicht haben, das will ich auch nicht haben. So, da liegt alles hier. Das ist noch von dir, das ist von dir, das ist von dir, das ist von dir. Glaub ihm bloß nicht, er hat dir bestimmt was geklaut. Jawohl, das ist von dir, das... Das, oh, danke schön, danke schön. Das war meins. Hast du Knochenmehl dabei? Ah, hier, nee. Das auch. Hier, dafür darfst du meine Knochen haben, die normalen. Obwohl, ne, warte. Alter, mein Inventar ist voll. Gib mir ein paar Seeds. Hier, kannst du haben, schenke ich dir. Yay! Die anderen Seeds, da nehme ich mir auch, ne? Danke. Ja. Warte mal. Nimm dir einfach alles. Ja, hier ja, hast wirklich. Du auch deinen Pfeil wieder, verdammt. Nee, warte, hier. Als Dankeschön, dass du aus aufgesammelt hast. Ui, 13 Pfeile, danke. Wie macht man denn so einen Kack-Cookie? Das abgekratzt. Da brauchst du Weizen und du brauchst Kakaobohnen. Ich hab Kakaobohnen zum Beispiel schon. Ja, ich hab die auch, nur wie muss ich die anordnen? Oh, warte, ich hab deinen Eimer noch. Moment. Probier einfach mal aus. Oder geh auf Minecraft.wiki. Du musst die hier Weize, Kakaobohne, Weize machen. Hier ist dein Eimer wieder. Dankeschön. Okay. Weize, Kakaobohne, Weize. Macht der nicht. Warte, du brauchst. Ich meine, man braucht zwei Reihen dafür. Gut, bisschen Zeit ist noch. Guck einfach mal. Hühnchen! Das war mal ein Hühnchen. Ey, Wasser fließt doch sieben Blöcke weit oder so. Ach, oder acht. Glaub ich. Okay. Ja, klappt irgendwie nicht nach. Scheiß drauf. Guck einfach im Minecraft-Wiki. Nö, Cookies bringen sowieso nichts. Mach ich lieber Brot. Ich bin halt dabei, die Monsterfalle mal zu bauen. Wie gesagt. Ich hab hier noch 35 Cookies. Weiß ich die. Nee, das ist eine gebackene Kartoffel, das sind gar keine Cookies. Ich baue dir gerade mal den Wald hier ab, ne? Was? Nicht dir. Was? Mir oder was? Nein, sagen. Das Holz meinst du? Was? Den Wald hier einfach, das Holz. Ja. Nein, den die Baum. Bäume. Gehirn? Ja, sag ich ja, die Bäume. Ja. Das ganze Holz da vorne wird's mitnehmen. Genau, Gehirn. Yay, Level 19! Oh. Yay, yeah, ich bin Level 20. Ich bin Level 127. Nee, Level minus 1. Na gut, ich bin Level 25. Minus 1, ja, das glaube ich dich schon. So oft wie du gestorben bist, kann es wirklich sein. Ja. Autsch. Ich glaube, ihm gefällt es zu sterben. Ich glaube, ich verbringe gleich die Nacht bei dir. Bei mir? Okay. Alter, will ich noch nicht die ganze Zeit angesprochen. Tue ich doch gar nicht. Bloß nicht. So. Ich bräuchte ganz viel Lapis-Lazuli-Blöcke. Ich hab willst du immer noch ein Lapis-Lazuli-Haus bauen? Nein, ich wollte nur so einen Eingang aus Lapis-Lazuli. Ach, ich hab dein Eisenschwert noch. Darfst du behalten. Cool, danke. Was bist du so großzügig? Ja, weiß ich hab jetzt genug Eisen fürs Erste. Ich
werd dem alles klauen, Alter. Lass mal. Türke, du. So, ich lass mal einen fliegenden Baum hier. Scheiße. So. Wer macht hier immer meine imaginäre Tür auf? WTF. Dein imaginärer Freund? Das glaube ich auch manchmal. Ach schön. Frag ihn doch einfach. Ja, ne. Ey, yo, wie die Hans. Zu anstrengend. Ja, das auch. So, wo bist denn, Sergen? Nicht bei dir offensichtlich. Kaboom! War ich nicht. Warum glaubt ihr keinen? Keine Ahnung. Oh, hier ist was Spannendes drin. 5 Eisen. Hm? Ja, wie der sich überall alles klaut, der Hammerhart. Ja, echt mal. Jetzt müsste Johannes eigentlich etwas sagen, was mit P anfängt. Ach, halt's Maul, Alter. Voll der. Du bist voll der Rassist, ey. Ja, sicher, Baum, ja. Mal schauen, ob's auffällt. Nicht Baum. Ich dachte, Baum. Da stände Parfüm oder so. Fällt dir was auf? Fällt dir was auf? Fällt dir was auf? Was denn? Hier. Sieht das nicht viel schöner aus? Nein, keine Ahnung. Du weißt ja nicht mal, was ich gemacht habe, ne? Hier, das habe ich doch gemacht. Doch, aber ich weiß nicht. Ja, machst du doch. Doch, nee, ich weiß nicht. Nee, mach ich auch nicht. Ja, ich habe einen Eimer und jetzt Wasser. Juhu. Oh, du bist so. Jetzt kann ich endlich meine Plantage eröffnen. Ach, du hast noch gar keine? Nee. Abhänge. Aber ich habe dafür schon eine schöne Mine und Anfang einer Monsterfalle. Ja, habe ich auch. So. Ich habe eine Karotten und eine Weizenfarm. Okay. Was ziemlich gut ist. Wird's nicht mal Nacht? Ich gehe nach Hause. Jetzt wird's Nacht. Wer hat die Tür schon wieder aufgemacht? Also ich nicht. Glaube ich. Achso, ich habe die Erde noch. Ich setz sie mal hier hin. So. Zombies können ja die Türen aufbrechen, Johannes. Also Holztüren nur. Ach, hast du eine Eisentür? Ich benutze eine Imaginäre. Der hat gar keine Tür. Der benutzt Erde. Oh Mann. Ja. Mach da mal Holz hin, vielleicht machen die das kaputt. Nee. Unnötig. Ja, die kriegen eine Holztür kaputt, aber keinen Holzblock, oder was? Lächerlich. Ja, das ist wirklich seltsam. Obwohl, eine Tür besteht aus 6 Holzblöcken. Ja, krass. Das macht's jetzt nicht viel logischer. Das Behinderte daran ist, dass die Tür super schmal ist. Die müsste ja 6 Holzblöcke dick sein. Ja. Ich glaube, was das wäre die dann nicht ein bisschen groß? Ja, das ist es ja gerade. Stell dir mal vor, die wäre so breit. 6 Holzblöcke, das wäre schon hart, Alter. Was wären was für Türen? Das wäre nicht mehr schön, Alter. Ja, ohne Scheiß, wie fett muss denn dann der Charakter sein? Ist doch so Giants. Kennt ja diese Zombies, diese Giants. Giant? Kennst du das nicht? Ja, diese ganz fetten. Welche Serie oder welches Spiel? Minecraft. Du bist so ein verkackter Mongo. Gibt's hier also immer fette Zombies oder was? Ja. Naja, also nicht unbedingt wirklich so. Ne? Die sind nur mittelmäßig fett. Genau. So, dann mach ich mir mal Lapis Lazuli Blöcke. Lapis Lazuli. Lazuli Lapis. So, da wird euch gegeben. Der hat Piss gesagt. Der hat was gesagt. Okay, der war jetzt flacher als wir alles andere. Als Baum. Halt's Maul. Apfelsaft. Traubenzucker. Urin. Nein! Johannes. Ey, Hannes, hast du Fackeln? Nein. Da fackeln wir nicht lange, um die Fackeln zu fackeln. Ich brauch selber Kohle und Fackeln und Dingsbums da. Ja, ich brauch Holz. Du brauchst gar nichts, ey. Du bist zu schlecht, um irgendwas zu machen. Was Johannes braucht, ist ein bisschen Kokain, eine Bombe und ja, das war's eigentlich. Und Flugzeug. War das jetzt rassistisch? Ey.
Spaß. Komm, dann machen wir uns schon mal. Jetzt weiß ich, was du in deiner Freizeit machst. Eisenhaare nicht. Ich mach gar nichts in meiner Freizeit. Ich bin Gamer, ich hab keinen Real.